hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Oddworld New and Tasty. Oddworld New and Tasty, so ist eigentlich richtig, kein S da hinten dran. Mogel, nein, da müssen wir korrekt bleiben. So, X ist hüpfen, meine ich doch. Danke. So, im letzten Part sind wir ja hier auf diesen Geheimgang gestoßen und sind ein wenig oft, muss ich sagen, also öfters als mir eigentlich lieb ist, an diesem bösen Hund verreckt. So, aber eigentlich haben wir ja schon die richtige Idee. Genau, so ist es nämlich. Nur hatte ich gerade durch meine nicht vorhandenen Springskünste, ich wollte eigentlich Skills sagen, darum hat sich das gerade so komisch angehört, hat sich das ein wenig verzögert. So, 4 Versuche haben wir jetzt, das da zu werfen. LOL. Okay, Chefe. Jetzt müssen wir eigentlich nur wieder rennen. X ist das. So. Alles cool. Glücklicherweise kommen wir ja an einer anderen Stelle wieder raus und müssen uns hier nicht den Weg nochmal durch diesen Weg begeben und müssen auch nicht mehr an diesem Hund vorbei. Ich müsste eigentlich mal nachgucken, wie viel man zumindest... Ey, Junge! Alter! Lol, hier ist ein Hund. Was ich sagen wollte ist, ich müsste eigentlich mal nachgucken, wie weit man sein muss, beziehungsweise wie viele Kollegen man hier gerettet haben muss, an dieser Stelle, wo ich bin. Nicht, dass ich dann nachher irgendwie welche vergessen habe. Oh, an die Seite. So, okay, Chef. Dass der Hund da jetzt ist, ist nicht so ganz geil. Ich will mal gucken. So, hier habe ich schon mal welche retten können. Oh, nur noch 199. Alter. Hals, Maul. Wie soll das denn klappen? Ich habe noch von denen. Ich weiß nicht, ob ich die damit ablenken kann. Nee. Ah doch. Nee, doch nicht. Lol. So, okay, Momentchen mal. Ich muss mal ganz kurz ein Stückchen Energy nehmen. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt hier ein wenig häufiger als sonst auslenken muss, aber... Ach, lol, ich muss gar nicht die Z-Taste drücken. Das kann ich auch mit dem einfach. Nee, was ich sagen wollte, ich habe gerade Energy stehen und ich bin ein bisschen müde, weil es früher Morgen ist. Und daher dachte ich mir, komm, gönne ich mir mal. So. Ich spring rein. Lol. Der wäre fast ins Auge gegangen. Ja, lol. Jetzt startet man tatsächlich wieder hier. Ich hätte gehofft, die kommen irgendwo anders raus. Egal. Spring rein. Also X ist auf jeden Fall diese Scheiße da aktivieren. Der hat es noch nicht bemerkt. Junge, wie soll das denn gehen? Da muss man ja mega fix sein, habe ich den Eindruck. Ich will nicht, everyone soll mir followen, sonst laufen die da in diese Blitzgeschichte rein. Warte, ich kann ja mal hüpfen. Lol. Nein. So. Moment, ich hoffe, der Hund greift den nicht an. Oder greift die nicht an. Müsste eigentlich jetzt nochmal kurz rüber hüpfen. Okay, ich hüpfe nächste Mal nochmal. Alles klar. Damit ist es ungefähr klar, wie das läuft. Ich dachte, ich könnte über den drüber hüpfen, aber ich wollte nicht mehr loslaufen, da ich das einfach verpasst habe. So einfach ist der. So einfach ist die Geschichte. So. So, jetzt muss ich eigentlich das machen, das. Oh, und hoch. Oi. Halsmaul, ist das krass. So. Ihr beide geht da schon mal rein. So.
Okay, die gleiche Geschichte jetzt nochmal. So, ab rein. Oh, Gott sei Dank. Okay, die Geschichte ist geschafft. Das heißt jetzt nur noch rennen. Nein, nein, nein. Aktivier das doch. Dann ist das doch schon safe. Ja, okay, komm, ich sag mal so, ist es nicht so ganz schwer. Der soll jetzt erstmal vorbeikommen. Hallo, ich bin hier. So, das heißt, springen, X und sich von dem Hund kaputt hauen lassen. Ist das eigentlich ein Hund? Eigentlich ja nicht, ne? So, der muss... lol. Der muss eigentlich nur ein bisschen näher rankommen. So ist es. Damit ich da genug Zeit habe, diesen Hebel zu aktivieren. Genau, er denkt, ich bin jetzt oben. Das besser geht's eigentlich gar nicht. Alter, dieser verkackte Köter, ne? Der geht mir so hart auf den Sack. Heftig. Ich habe es doch gerade so easy geschafft. Hat er mich nicht bemerkt? Das glaube ich aber nicht, Zorn. Keine Ahnung, vielleicht kann ich dem was in die Fresse werfen. Schwinde, Köter! Schwinde! Na cool, der kann schon mal rein. Das hat er schon mal gerafft. Lol. Okay, dann die gleiche Geschichte nochmal zurück. Hier auch nochmal. Rennen ist das und das ist das. Alles klar. So, jetzt, wenn die Tauben wieder zurück sind, dann ab in die Freiheit, Leute! So, und er springt jetzt immer hoch. Das heißt, hier nochmal gleich. Oh, zackidi zack. Läuft. Gut, das hat, glaube ich, 3-4 Versuche gebraucht. Also noch recht im, glaube ich, halbwegs annehmbaren Bereich. Gespeichert hat es jetzt, glaube ich, auch. Komm her. Ich will den ja eigentlich ja nur anlocken, ne? Komm. Komm her. Komm zu Papa. Put, put, put. Ah! Oh! Halsmaul, das war knapp. Junge, wo glaubst du denn, wo ich bin? Der läuft immer wieder an die gleiche Stelle. Ja, gut. Weißt du, dann versuchen wir das einfach, da einfach direkt hochzuspringen. Nein! Oh, wo kommen wir jetzt wieder? Wo kommen wir jetzt wieder? Bitte nicht an dieser Mega-Scheiß... Ah, Gott sei Dank, an dieser Stelle. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So, ich bin nämlich eigentlich zu spät losgesprungen. Genau, ich wollte nämlich das eigentlich machen. So. Cool, jetzt läuft es nämlich hier und dann können wir hier auch mal speichern. Thank you, sir! Okay, hier sollten wir auch nicht zu nah dran stehen. Einen kleinen Sprung können wir wagen. Komm doch her. Komm. Komm. Eigentlich wollte ich, dass der Hund da reinspringt und nicht ich selbst. Lol. Was soll's. Also natürlich kann man... Hey, wie viele Anläufe brauchst du eigentlich? Ja, ich könnte auch mal später die X-Taste bzw. die Sprungtaste drücken. Ist gar nicht die X-Taste. Meine Güte, ich habe lange Zeit ein PS3 bzw. einfach einen PlayStation-Controller benutzt. Und die A-Taste ist einfach die X-Taste. Daher denke ich immer, das wäre die X-Taste. Ist es aber nicht. Es ist einfach die A-Taste. Komm. Komm. Haha. Tja, da ist er wohl ein bisschen in die Luft gesprengt worden, ne? Tut mir überhaupt gar nicht leid. So, schauen wir mal, wie weit wir hier sind. Hier ist der Kollege. Ich glaube, den springe ich kurz in die Luft. Denn ich würde gerne zu einem Speicherpunkt kommen.
und mir diesen Hund ersparen, damit, falls ich nochmal sterben sollte, nicht nochmal an dieser gleichen Stelle komme. Ist alles immer gut und schön, ne? Weißt Bescheid, aber man kann sich das Ganze ja auch mal ersparen. Zack, so, und jetzt rennst du durch. So. Ich bin echt mal gespannt, was hier nachkommt, ey. Ich bin ja echt immer offen für Neues. So, hier kann man jetzt in Ruhe durchgehen. Hier kann man definitiv auf jeden Fall wieder runter. Oh Gott, hier ist der nächste Speicherpunkt. Ey. Halt's Maul. Fast geschafft. Nee, fast zu Hause. Ach, fast zu Hause. Das heißt, wir sind bald wirklich in der Richtung, dass wir sagen können, wir sind ausgebrochen. Hier sind ja nämlich immer noch genügend böse Gestalten, die unser Tod wollen. Unter anderem die Slogs. Die nicht Slicks heißen, anscheinend. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber vielleicht habe ich auch damals ein wenig schlecht zugehört, als es bei einem kleineren Bericht über ältere Spiele ging. Da haben sie, glaube ich, Mann, die haben die Slicks gesagt oder der hat sich einfach selbst nicht vermittelt. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist schon mal. Ach geil, hier kann man irgendwo rein. Boah, da wenn ich wieder in die Firma, Quatsch, in die Rapture Farm kommen würde, finde ich es ja ganz schön lustig. Lol, okay, alles klar. Ich muss da hinten anscheinend, okay, so kann ich es natürlich auch machen, dass ich die einfach schlafen lasse, ne? Ist natürlich auch etwas easier. Kann ich euch einfach schon so komplett alle retten? Ist hier irgendwo ein Ausgang? Nö, nicht wirklich. Hier wird nur gesagt, man soll aufpassen. Vor den, weißt Bescheid. Wie ist das denn nochmal? Ach so, mit X muss man das machen. Ich schleiche mal trotzdem weiter. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Lol? Ja, das ist mir schon mal klar hier. Angestellten-Lounge. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Also ich gehe jetzt hier mal rein und mach mal Lärm. Ach so, ich muss die hier durchschicken. Also, auf der anderen Seite. Habe ich hier noch Steine? Hundis! Kommt. Hm. Also aufwecken muss ich die alle mal. Das ist schon mal safe. Hm, das wird interessant, muss ich sagen. Das wird interessant. Wie weit kann ich denn hier noch ran? Ich werf nochmal einen Stein. So ein bisschen größeren Bogen. Also die... Die sind schon mal weg, die... Diese Schlafsymbole, dieses typische comic-mäßige Z, das ja eigentlich dafür steht, dass man schläft. Hm, ja gut, dann gucken wir nochmal hier oben eben rein. So, dann muss ich das ja wohl oder übel ausstellen. Wir sind auf jeden Fall da. Die warten quasi nur darauf, dass sie jetzt hier hin und her springen. Aber ich glaube, wenn ich nicht mehr im Sichtfeld bin, dann laufen die wieder zur ursprünglichen Position zurück. Das heißt, ich muss nur recht fix sein. So. Hier bin ich. Ja, die kommen auch. Ach, scheiße, Mann, Alter. So. Zack, zack. So war mir das schon fast klar. Gut. Dann ist das ja auch schon wieder erledigt. Ich sehe auch gerade schon, der Part neigt sich dem Ende zu, denke ich mal. Dann können wir ja den Part damit beenden, dass wir hier allen mal sagen, kommt mit, ab in die Freiheit. Body Downs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine Ahnung, wie viele das waren. Ich springe jetzt nochmal ganz kurz ins, nicht ins Verderben, wollte ich gerade sagen, nämlich, in mein eigenes Portal. 111 haben wir gerettet. Ist das nicht ein Traum?
Ein perfekter Abschluss, Alter, meine Güte, ich könnte weinen fast davor. Oh, lol, 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 lol. Habt ihr das gesehen? Ich wäre hier fast reingegangen, wäre alles umsonst gewesen. Entschuldigung für die Leute, die Kopfhörer benutzen, eventuell ist das jetzt ein wenig laut. Aber was soll's, ich verabschiede mich. Kurioses Ende, warte hier, ich gehe nochmal ganz kurz rein in den Speicherpunkt. Wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Part. Part 13 ist es morgen. Heute war es Part 12, habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, aber ich erzähle jetzt wieder zu viel. Wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.